Ach, herrje. Ich lasse dich, aber du kannst du. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Aha. Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Boogie. Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Hey! Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Huch! Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Da. Der Barmann. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört. Du sollst dich. Es gibt so viel bei einem Buchstaben, oder? Boogie. 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 Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest.
Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Schau mal, irgendwas nimm du. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Das heißt wohl, sie will mitspielen. Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Helft dem Schamanen, zum Indianerfriedhof zu gelangen. Lilly kann leider nur 3 verschiedene Rauchzeichen machen. Mit den Pfeilen lenkt ihr den Schamanen an einer Klippe nach oben und unten. Mit dem Tunnelsymbol könnt ihr ihn dazu veranlassen, den Tunnel zu benutzen. Wie die Tunnel genau zusammenhängen, müsst ihr selber herausfinden. Aber so viel sei verraten. Jeder Durchgang führt zu genau einem bestimmten anderen Durchgang derselben Tunnelgattung. Findet ihr den Weg zum Ausgang?